Das ist Berserkerpuder, da bin ich mir sicher. So, dann kommt jetzt doch mal noch der Waldläufer, der dürfte auch noch einiges haben. Ah, das ist eine Stangenaxt. Nun, das ist ja ein kleiner Schatz, den ihr hier gefunden habt. Gut, etwas für den Zwerg. Das ist ein Kriegshammer, da bin ich mir sicher. Zombie-Bruder. Rapier. Berserkerbruder. Gladius. Eine Sache ist schade in dem Spiel, man kann Sachen nicht in einem Shop verkaufen. Salbe. So. Fehlt nur noch der Zwerg. Ja, man kann nicht Sachen irgendwo verticken. Ah. Was bringt der einem? Ja, das war gerade mein Stuhl, der geknarrt hat. Bevor blöde Fragen kommen. Der Stuhl knarrt ja mal, wenn ich mich in einem bestimmten Winkel zur Seite lehne. Dann fängt die richtig schön an zu knarren. Das hört sich etwas seltsam an. Ja, so. Brustplatte. Okay. So. Gut. Jetzt mache ich eigentlich nur noch eine Sache, die wichtig ist für die nächste Handlung. Nein. Ja. Stimmt. Jetzt ist nämlich der Wirt auf der anderen Seite. Na komm. Ah, ihr schon wieder? Schon irgendwelche Erfolge? Ihr berichtet von euren Erlebnissen. Bis jetzt habt ihr erst die eine Tafel gefunden. Obwohl, dieses Ding mag sehr wertvoll sein. Zurzeit ist ein Gelehrter hier, vielleicht kann er euch den Wert bestimmen. Jetzt muss ich erstmal mit dem Dicken reden, da ist er. Ja, immer noch nicht interessant. Gelehrter, schaut mal. Zeigt mir einmal die Steinbl... Doch wohl nicht etwa. Auch blöd gucken. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch nicht möglich. Könntet ihr mir die Platte bitte kurz geben, damit ich die Ebe verdienen kann? Das sieht irgendwie wertvoll aus. Sieht aus wie eine Tafel der Weisen. Tafel? Ein legendäres Zauberobjekt, gefertigt von den 12 Weisen des Volkes der Zauberer. Den Legenden nach bringt dieses Objekt Wunder hervor und setzt Zauberkräfte frei. Aha, genau das Richtige für mich. Allerdings, es sieht etwas anders aus als in den Büchern beschrieben. Wenn ich mich recht entsinne, waren auf den Bildern in den Büchern Juwelen auf den Tafeln. Ha, bestimmt eine Fälschung. Trotzdem scheint sie echt zu sein, vielleicht hat jemand die Juwelen entfernt. Wenn ihr ein passendes Juwel zu der Tafel fändet, wäre die Echtheit bewiesen. Und dann? Und mit dieser Entdeckung würdet ihr zur Legende. Juwelen? Interessant, die will ich ja haben. Ja, ja, das wäre gut. Endlich ein Beweis für die Gerüchte finden. So, jetzt ist jetzt hier wieder den Anführer auf den richtigen. So. Ihr seid doch nur gekommen, um Schätze zu suchen.
Das hätte ich mir gleich wissen müssen. War das nicht offensichtlich? Habt ihr wirklich vor, nach einem Schatz zu suchen? Eigentlich nicht. Ja, redet ihr nur, ich habe von einem gehört. Vielleicht wisst ihr es schon, aber da gibt es eine Mine, die wegen der Dämonen geschlossen wurde. Ein Arbeiter, der aus der Mine fliehen konnte, hat von einem Dämon erzählt, der einen funkensprühenden Stein besaß. Dieser Teufel soll ausgesehen haben wie eine Eidechse. Die Mine liegt nördlich von hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja dorthin gehen. Weißt du sonst noch etwas? Die Leute erzählen auch von einem alten Turm. Er sei von der Gemeinschaft der Zauberer für ihren Meister errichtet worden. Aber bisher hat ihn niemand gesehen. Der alte Turm soll im Osten sein. Vielleicht ist diese Tafel der Beweis für seine Existenz. Gibt es noch mehr davon? Etwas anderes. Es soll dann noch zwei weitere Orte geben. Ich höre viel, aber ich misstraue meiner Kampfkunst und bin deshalb nie selbst dort gewesen. Im Norden soll eine antike unterirdische Gruft sein, in der die Geister der Toten spuken sollen. Wenn die Gerüchte stimmen, sind diese Geister die Seelen von Verwunschenen. Dort sollte man als gewöhnlicher Sterblicher nicht hingehen. Ein anderer geheimnisvoller Ort. Schon einige Abenteurer sind dorthin gegangen, doch zurückgekehrt ist noch keiner. Ein Schloss, dessen Herr das Geheimnis ewigen Lebens kennt. Von diesem Ort kehrte noch niemand zurück. Boah, wissen die dann davon? Ja. Gut, ja, ich beende jetzt diese Aufnahme und sage ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn gefällt, bitte das Kräutermädchen anquatschen. Es muss Spaß machen, unbekannte Ruinen zu erkunden, nicht? Fragezeichen. Genau. Ich verabschiede mich mit dem Standardspruch. Wenn gefällt, bitte abonnieren, kommentieren, etc. Wie immer. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.